También algo difícil fue dejar de hacer caso a todas las personas que me decían que estaba loco. Ya, además fue auch sehr schwierig. Tardé 2 meses en Ja. limpiar, porque al principio no tenía dinero. Wie motiviert er sich, jeden Morgen aufzustehen und die wichtigen Sachen, die erledigt werden müssen, zu erledigen? Hay un filósofo, Confucio. Guys, ich befinde mich hier auf einer komplett autarken Biofarm und heute wird uns der Diego, der Besitzer der Farm, uns die Farm zeigen und mir ein paar Fragen beantworten über die Farm. Dieser Farm sind sogar chemische Produkte verboten, wie Shampoos oder ähnliches. Die Farm stößt keine CO2-Emissionen aus und ist daher extremst naturfreundlich. Um ehrlich zu sein, bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Carina, danke auch dir. Für deine Zeit. Wie kam er auf die Idee, quasi das hier alles zu errichten? Fue una inspiración de la naturaleza que llegó a mi corazón. Also ich mag die Natur ja auch sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen finde ich den Ort auch hier ziemlich nice. Wie groß ist die Farm insgesamt? La granja tiene 7000 metros y estamos cultivando 4000. Wie viele Leute haben hier insgesamt Platz zu wohnen? Para vivir, lo máximo que han vivido son 20 personas. Y podemos alimentar a una media de 30 personas, 30 familias. Wir können 30 Leute ernähren. Wow. Ungefähr. Eso demuestra que no hace falta mucho tierra para producir. Und was passiert mit den Sachen, die zu viel produziert wurden? Con eso generamos la economía para comprar aquellas cosas que no producimos. Wir verkaufen das in, hat er jetzt gerade nicht gesagt, aber wir verkaufen Gemüsekörbe Ah, an okay. Individuen und Familien und damit produzieren wir die Ökonomie. Also quasi dann auch dann privat, ne? Wir machen Delivery und Ja. fahren die Ah, echt? dienstags aus. Wow, Dienstags. also quasi. Montags ist Erntetag, Ja. dienstags Aha. fahren wir mit dem Auto durch die Insel und verteilen die Gemüsekörbe. Krass, also es ist quasi ein eigener Lieferservice dann auch. Ja. Das ist verrückt. Und wie viel kostet das? Das kommt natürlich darauf an, ne? Man hat verschiedene, aber so im Monat kann man zwischen 60 und 120 Euro bezahlen, je nachdem, wie groß die Kiste ist. Wenn man Ach alleine so, ist. Verstehe. Und das ist dann quasi, dass man so ein Monatsabo abschließt? Man kann auch Wochenkisten. Ah, Man sagt okay. dann vorher Bescheid, bis sonntags muss man Bescheid sagen, ich möchte eine Kiste und dann kann man zwischen 3 verschiedenen Größen auswählen und die auch personalisieren, wenn man von dem oder dem mehr möchte. Ansonsten sind es saisonale Kisten, wo von der Temporada dann was drin ist. Welche verschiedenen Obstsorten werden angebaut insgesamt? Bueno, es una media entre 10 y 27 variedades, según la etapa. Ahora vamos cada vez más variedades Ah, diferentes. also. Immer mehr, allerdings auch hauptsächlich Gemüse. Ja. Obst fangen wir jetzt quasi gerade erst wieder an, Ja. weil Bäume natürlich mehr Zeit brauchen, um zu Ja, wachsen. klar. Aber ja, zwischen 10 und 27 Gemüsesorten. Und was ist dein Lieblingsgemüse? Mi verdura favorita. Wow, buena pregunta. Tengo varias, pero podría decirte que la que más me gusta, para mí, es la batata. Sí, ¿cómo lo sabías? La batata. La batata. Pot Was ist das? Sugar potato. Ah, okay. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsgemüse? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie war das denn, als er damals hier hingekommen ist, zum ersten Mal? Wie war denn so die Integration zwischen den, weil ich sehe ja zum Beispiel, da hinten gibt es ja auch andere Leute, die Farmen haben und so. Wie war das denn so allgemein? Ist das leicht, wenn man quasi hinkommt und sich eine Farm kauft? Ist das easy, von denen akzeptiert zu werden? Yo solo. Después vino la gente. Er meint, er war der Erste. Antes la finca era como aquello allí. No había nada. Alle hier sind Sí, porque yo no tengo nunca problemas con nadie. Ich sehe auch, es ist extrem viel Arbeit hier auf der Farm zu tun. Viele denken sich das immer so, ja, ich werde autark, ich kaufe mir eine eigene Farm und dann kann ich ein bisschen anbauen, ein bisschen chillen. Aber das ist ja im Endeffekt, das ist ja wirklich ein Fulltime-Job, der von montags bis sonntags geht. So, wie motiviert er sich, jeden Morgen aufzustehen und die wichtigen Sachen, die erledigt werden müssen, zu erledigen? Hay un filósofo, Confucio. Sí. Él decía, quien trabaja en lo que le gusta, no trabaja, vive. Entonces, esto para mí no es un trabajo, es como Picasso, que tiene muchos cuadros y hoy pinta aquí y allá, porque yo decido cómo quiero vivir. Si trabajas en lo que no te gusta, por muchas horas que trabajes, eres una persona sin trabajo.
Porque no dedicas tu vida a lo que te gusta. Entonces no vives. Ich glaube ja nicht an Zufälle, aber das ist total krass, Leute. Ich habe mich ja auch wie in einem Käfig gefühlt, weil ich einen Job gemacht habe, auf den ich eigentlich keinen Bock hatte. Und wo ich mich dann quasi so gefangen gefühlt habe in diesem Käfig. Und dadurch habe ich mich halt entschieden, dann auf Reisen zu gehen, weil ich mir dachte, okay, eigentlich so das Geile, was ich halt immer wollte, ist auf Reisen gehen und neue Leute kennenlernen und neue Kulturen. Und jetzt sagt er mir quasi das Gleiche. Das ist absolut verrückt, Diego. Se le ve muy feliz. Sí, aber du siehst jetzt sehr glücklich aus. Ja, ich bin jetzt auch viel glücklicher. Es que en la vida o vives por vocación o por profesión. Sí. Das heißt, wenn du der Berufung folgst, dann ist es eine schöne Arbeit, wenn du der Verpflichtung folgst, das ist nicht so schön. Ja, ich denke mal so, dass so wirklich, keine Ahnung, 80% der Menschen in Deutschland wirklich ihre Arbeit nur machen, weil sie es machen müssen. Oder? Ja. Weißt du? Und die wenigsten trauen sich da irgendwie da auszubrechen, denke ich mir. Sí, y está bien. Porque si toda la gente que está en la cárcel sale, no habría muchos sitios tranquilos para pasear. Ich meine, es sei so schlecht, dass nicht alle ausbrechen. Selektion natürlich. So. Ja, stimmt. Natural Selektion. Was war denn, als er hier hingekommen ist, was war denn die größte Herausforderung, um dieses ganze Gebiet quasi so zu gestalten, dass man hier anbauen kann? Ja. Ah, el desafío más grande fue limpiar todo. Todo era muy lleno de hierbas muy secas. Y por ejemplo esto. Lo hice a mano, tardé dos meses en limpiar, porque al principio no tenía dinero. Entonces, pero lo más difícil fue tener mucha paciencia. Porque cuando tienes paciencia, al final todo funciona. Wow. Y también algo difícil fue dejar de hacer caso a todas las personas que me decían que estaba loco. Ja, immerhin auch, es war auch sehr schwierig, eine große Aufgabe, nicht auf die Leute zu achten oder auf die Leute zu hören, die ihm permanent gesagt haben, er wäre verrückt. Weil ihm viele zum Beispiel gesagt haben, dass er hier auf gar keinen Fall irgendetwas anbauen könnte, weil die Zone viel zu trocken sei. Ja, aber man sieht es ja, ne? Das gezeigt, ne? Ja. Verrückt, also das habe ich ja auch ziemlich oft zu hören bekommen, dass ich dieses nicht machen soll oder jenes nicht machen soll. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man quasi nicht immer auf andere Leute hören sollte, weil viele Leute haben auch eigentlich gar keine Ahnung, wenn die was sagen. Oder die meinen es natürlich auch nicht böse, aber... Das Gefühl hören. Ja, genau. Krass. Wow. Also ich bin extrem fasziniert von dieser Farm, auf jeden Fall. Ich finde es auch geil, das liegt ja mitten in den Bergen. So komplett abgelegen. Das ist ja die einzige Straße da hinten. Ne? Hier hat man extrem seine Ruhe. Also bis jetzt, hier, habe ich seit langem wieder das erste Mal richtig geschlafen, so, weißt du? Oh. Thank you. Thank you. Para mí es muy importante porque me preocupa mucho que la gente esté bien. Porque no todo el mundo está acostumbrado a dormir en una cueva. Y hay gente que es... Entonces, que me digas que estás descansando, es que... Es ihm sehr wichtig, meint er, weil viele Leute... Also es ist ihm wichtig, dass es den Leuten hier gut geht. Und nicht jeder ist daran gewöhnt, in einer Höhle zu schlafen oder kann sich daran gewöhnen. Also das hier, das sehe ich ja schon selber, das ist ja auf jeden Fall Mais, ne? Ja, Mais. Mais. Mais, Kale, Calais, Kale. Kale. Mhm. Kohl, ja. Acelga, allí. Mangold. Mangold. Sellerie. Rucola. Mhm. Zanahoria. Möhren. Möhren, ja. Salat. Lechuga, Salat. Mhm. Und das da ist Rohrzucker, ne? No, esta es Caña de Guinea. Azúcar está abajo. Es una planta que se usa para tener biomasa, que es para hacer materia orgánica, la sombra. Sí. Y es la casa de muchos insectos que trabajan para mí. De futuro, biodiesel. Ya, yeah, biodiesel. Kann man sí. Sí. ¿Hay que secarlo? Sí. Se tritura y se mete a cocinar. Y se empieza a crear como un alcohol. Ah. Y... Ja, dann wird daraus Alkohol und dann kannst du als Biodiesel sein. Futuro. Sí. Aber dann braucht er viel mehr von der. Also in Zukunft kann er ja richtig viel von den anbauen. Dann selber Diesel machen. Sí, plantar mucho. Sí, está en eso. Er ist schon dabei, meinte. Sí. Und dieser Baum da, was ist das? Este arbolcito que... Ah, eso es un melocotonero. Oh, okay. O duraznero. Es soll ein Pfirsich werden. Ah,
Wie gesagt, ich glaube nicht an Zufall. Pfirsich ist meine Lieblingsfrucht. Sí. Den ist können wir nie in Primavera. Sí, muss sí. Im Frühling kommen. Und das hier, die Palme, das ja, ist... Das ist die Palme, meinst du? Ja. Palmera ist Datilera. Ah, das ist eine Dattelpalme. Pero le quedan todavía 15 años. Aber es fehlen noch 15 Jahre, bis die Dattel. Wow. Wusste ich nicht. 15 Jahre für... 15 Jahre, ella sí, 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 muy grande y todo esto aquí es wow. Was auch extrem faszinierend ist, ja, man hat ja hier auch das Gemüse, was es in Deutschland gibt, aber du hast ja noch zusätzlich, weil das Klima halt anders ist, da kannst du dich einfach so eine Palme anbauen, weißt du, oder... Das ist total verrückt. Alle fascina que igual... Bueno, esto es un cultivo de brócoli, que ya sí. Es viejo, lo estamos quitando. Mm-hmm. Ahí tenemos col. También. Sí. Con algo de fruta tropical, ja. Pero... Fisales, ne? Ah, si, ja, die habe ich ja schon probiert. Ah, du wolltest ihn fragen, was die hier ist, ne? Ah, ja, stimmt. ¿Cuál es esa? Porque yo no lo sabía. Esa que tiene esta forma con las flopitas. Ah, esa es aceite, eso es para hacer... Es el resino. Geil, bio, Alter. ¿En serio? Sí, eso es para alucinar. Mm. Wow. Boah. Eso es para alucinar. ¿Te gusta? Gracias, muy rico. Er meint, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das ist eine Frucht, aus der macht man Öl, das ist auch in Indien ganz bekannt. Das heißt Resino auf Spanisch. Rizinusöl. Rizinusöl, genau. Daraus kannst du Öl machen, das benutzen viele zum Reinigen des Magens. Ja, davon, wenn du das trinkst, kannst du ja auch abführend. Aquí esto se fuma. Ah, man kann es rauchen. Man kann es rauchen? Sí. Was passiert dann? Echt? Ja, ist halluzinogen? Sí, algunas es muy peligroso. Es ist sehr gefährlich. Man. Muchas personas que se quedan sí, porque sí. Es muy muy fuerte. Sí. Él sirve a nosotros para un insecto sí. Que come la mariposa de la col. Und woher hat er das ganze Wissen de über ¿De dónde tienes todo ese conocimiento sobre cómo plantar y todos mis viajes? Ah. Fueron dedicados a eso, porque a mí me gusta mucho el campo. Con 13 años en mi barrio de ciudad yo hice un huerto en el jardín. Also auf jeden Fall auch grün Daumen, ne? Ja, en alemán se dice tienes un pulgar verde. Eso, sí, sí. Ese. En permacultura se dice igual también. Extrem faszinierend hier. Er hat quasi, wie ich schon gerade eben gesagt habe, hier gibt es verschiedene Pflanzenarten, auch die es in Deutschland gibt, aber zusätzlich noch zu denen, die nur in tropischen Gebieten wachsen. Absolut verrückt. Natürlich eine extreme Bereicherung für die ganze Farm. Deswegen komme ich zu der abschließenden Frage. Was würdest du Leuten raten, die auch Bock haben, eine eigene Farm aufzumachen? Beste Rat an diese Leute. Pregunta final es que alimenten ese sentimiento y que empiecen ya con lo que tengan en su casa, con una maceta, plantando el perejil, buscando semillas que no sean híbridas ni transgénicas, ir preparando, alimentando el huerto interior. Y a los que tienen que irse a un sitio donde haya agua. Ja. Es muy importante. Cada sí, vez sí. Hay menos agua, entonces hay que mirar bien eso, porque sin agua no hay nada que hacer. Also das glaube ich der beste Tipp bis jetzt, dass man erstmal im Kleinen anfängt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, er sagt sowas wie erstmal Google. Nein, und er meint auch immer, nähre deinen eigenen inneren ja. Garten, den du in dir hast, ne, sodass du erstmal dich überhaupt mit dem Gedanken befasst, wo was kommt da auf mich zu und was will ich eigentlich machen, was ist mein Ziel, was ist meine Intention. Und dann das Projekt quasi erstmal in Aktion bringen, ne? In kleiner Skala. Geil. Ja gut, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also für mich ist es extremst interessant hier. Danke auf jeden Fall an dich nochmal, Diego. Danke dir vielmals. Danke dir auf jeden Fall nochmal, Karina, für die Übersetzung.